Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Final Fantasy 9. Wow, beim letzten Mal, für mich wenige Minuten her, habe ich einen hart errungenen Sieg mal endlich davongetragen. Beim Kartenspielen. Das ist unglaublich. Aber gut, heute mehr hiervon. Hörst du, Mario? Trinov wird zwar schon immer als die Stadt der Adligen bezeichnet, aber das ist nichts weiter als eine Lüge, um das Volk stillzuhalten. Ja, genau. In Wirklichkeit werden wir von den Adligen nur ausgebeutelt, stimmt's? So ist es. Die feine Gegend an den Wasserstraßen haben sie widerrechtlich annektiert und das gemeine Volk haben sie die Hügel hochgetrieben. Die Adligen sind alle ganz miese Türrahmen, nicht wahr, Gianna? Du sagst es, Mario. Aber wenn wir nur den ganzen Tag hier stehen und über das Unrecht dieser Welt lamentieren, dann sind wir auch nicht besser als die träge Masse hier. Es wird langsam Zeit für die Rebellion des Untenbaus, nicht wahr, Gianna? Genau, Rebellion. Der Unterbau muss den Oberbau loswerden, nur so gibt es Autonomie. Aber anstatt immer nur zu jammern, müssen endlich Taten folgen. Wir sollten die Adligen stürzen und selbst zu Adligen werden. Dann können wir auch in Saus und Braus leben. Mir nach, Mario. Die Jugend von heute und so. Wenn ich es mal grob sagen müsste, könnte man auch sagen, dass hier ist eine Mario und Luigi, beziehungsweise, ja, hier könnte ja ein Mogri spawnen, interessanterweise. Eine Mario und Luigi oder Gianna Sister Referenz. Wir sind ganz dicke Kumpels, Cooper. Natürlich. Von Silskin ist ein Brief gekommen, Cooper. Das interessiert dich doch auch, oder? Dann lass ihn so schnell lesen, Cooper. Die Regenstadt Burmikia liegt in Trümmern und die Leute, die ich dort gesehen habe, sind in Richtung Westen zur Wüste Wubu aufgebrochen. Was wollen die dort bloß? Assassinen gibt's da ja nicht viel. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich ihnen nicht folgen und die Sache ergründen würde. Die Wüste Wubu ist ja nicht gerade um die Ecke, Cooper. Aber das ist typisch Stilskin. Der hat keine Angst vor Entfernung, Cooper. Okay. Hier haben wir einen Waffenshop. Mit Monster. Kaufen, verkaufen. Erstmal zumindest. Mithrildolch. Habe ich nur einen. Kaufe ich mal zwei von. Mithrilschwert würde eins reichen. Die Mithrilspeer haben wir. Die Stöcke haben wir. Ossala-Reif. Finde ich auch sehr schön. Nehme ich drei. Sagen wir mal fünf. Filzhut ist in Ordnung. Stirnbänder. Vier Stück. Barbutas haben wir, haben wir, haben wir. Plattenpanzer habe ich nur einen, dann nehme ich noch einen. Und ein Kettenhemd dazu. Dann bin ich wieder arm, aber das ist nicht weiterhin schlimm. Mithrilschwert mit Risaster nehmen wir schön dazu. Kettenhemd kann ich... Ja gut, könnte ich ausrüsten, aber... Naja. Aber da seht ihr, es war jetzt nicht schlimm, dass wir bei Beatrix nicht alles stehen konnten. Denn hier kriegen wir direkt wieder... Das Mithrilschwert nachgeworfen, schon beinahe. Und seien wir mal ehrlich, für den einen Boss, wo ich es jetzt vorher hätte haben können, da lohnt sich das auch nicht so richtig. Active Time Event. Reunion. Reunion. Und Meister, die Sache geht sich voran. Hey, was ist los? Kein Dunst, wovon du sprichst? Hä? Nanu. Achso, du bist's, Markus. Dass ich deine bärtige Fresse aber auch nicht gleich erkannt habe. Ja, ja, ich hab dich auch vermisst und so. Also wegen dieser Sache, da gehst du mal besser runter und erkundigst dich persönlich. Natsche! Du kommst spät. Ich wurde aufgehalten. Außerdem bin ich ein bisschen fertig und so. Was denn? Faule Ausreden? Das war ja von dir gar nicht gewöhnt. Und so. Nun sag schon, hast du rausgefunden, wo sich die Silbernadel befindet und so? Na klar, er will ja irgendeines Geldsacks eben. Heute Nacht fährst du mit dem Boot hin und schleichst dich da rein. Du kannst dich auf mich verlassen. Überlass die Sache mit Blank einfach mir und so. Ich weiß, alleine schaffst du das sicher, aber ich gebe dir auch noch zwei weitere Gepäckstücke mit. Merkwürdig. Ein wenig. Nicht viel, aber ein bisschen. Okay. Jetzt können wir natürlich den Rest von Trino unter die Lupe nehmen, noch dazu. Und da erhalten wir dann direkt eine Yeti-Fressen-Karte. Und einem Gil! Viel wichtiger ist aber prinzipiell,
Die Taurus-Münze. Das ist immer sehr gut. Was mit dir? Hast du mir was zu sagen? Achso, du bist der Item-Shop, ne? Ja. Ja, du bist der Item-Shop. Das ist ganz toll. Könntest du die Leiter hochklettern? Danke. Okay. Gehen wir noch die Münze abgeben, dann machen wir weiter mit dem ganzen Gedönse hier in Treno. Wobei ich natürlich das Kartenstadion jetzt erstmal außer Acht lasse. Das war ja nicht so gut. Nicht so toll, wie es sein könnte. Ich sollte vielleicht hingucken, wo ich hinlaufe. Sonst endet das genauso, wie ihr es gerade gesehen habt, ganz blöde, weil ich dann einfach nur gegen die Wand renne. Ist ja auch nicht Sinn der Sache, nicht wahr? Dauert 2 Minuten, in dieser Stadt durch die Gegend zu kommen, ist ja unglaublich. Nur um eine Münze abzugeben, das ist eigentlich der Punkt, den ich hier anspreche. Nur um die Münze abzugeben, renne ich hier gegen Wände und... Ein Dusack. Dusack. Wie auch immer. Das ist eine sehr schöne Waffe. Das Blut klebt noch an seiner Klinge und strahlt einen tödlichen Glanz aus. Ich meine, dass diese Waffe... Wie hieß das in den alten Spielen? Ich glaube, Blutschwert. Ich meine, es hieß Blutschwert. Auf jeden Fall können wir mit dieser Waffe angreifen und HP regenerieren. Das ist eine eigentlich momentan wirklich richtig gute Sache für den guten alten Mann hier. Klar, gegen Ende des Spiels ist es weniger interessant. Jetzt gerade ist es aber eigentlich richtig gut. Und dementsprechend werde ich jetzt auch euch präsentieren, was wir mit dem Monster in diesem Waffenladen machen können. Und vielleicht gibt es dann endlich mal Story, aber ich denke mal schon, dass wir noch dazu kommen, heute ein bisschen weiterzukommen mit der Story. Was ist das für ein Monster? Ach, das ist so etwas wie das Haustierchen von Baron Knight. Er lässt ab und zu ein paar Abenteurer, die sich für besonders stark halten, gegen das Monster antreten. Das ist eins seiner Hobbys. Ich will gegen das Monster da kämpfen. Im Ernst? Na, wenn das mal nicht ins Auge geht. Na schön, dann stell dich bitte in die Mitte des Gitters. Eigentlich schon recht interessant. Muss ich sagen. Dass Steiner sich, ja, man könnte sagen, breitschlagen lässt, gegen so ein Viech zu kämpfen. Aber ja, da seht ihr, ich habe direkt eine viel, viel besser aussehende Waffe. Allerdings kriege ich auch hier eine Menge Schaden reingewirkt. Und dementsprechend ist es gut, dass ich mich mit dieser Waffe direkt vollständig heilen kann. Denn ansonsten könnte ich diesen Kampf hier momentan mit meinem Level nicht mal bestreiten. Da müsste ich später machen und das wäre ja langweilig. Ja, oder ich sterbe durch Aerora. Ist auch gut. Ich wusste gar nicht, dass mir das so viel Schaden macht. Dann muss ich umdisponieren. Das ist auch nicht schlimm. Verliert ihr hier, ist es kein Game Over. Ihr kommt halt wieder raus. Und das war's dann. Ja, muss ich umdisponieren. Muss ich einfach nur mal das machen, was man natürlich in einem RPG normalerweise eh macht. Und zwar... Auto... bessere Schade. Ein bisschen darauf achten, dass man eben mehr Zauberabwehr hat. Mit mehr Zauberabwehr ist das direkt schon kein Problem. Sache ist halt, dass ich jetzt mehr Abwehr dafür habe. Dann sollte es eigentlich funktionieren. Zumindest sollte es dann nicht so ein wunderschönes, tödliches Desaster mit einem Schlag geben. Prinzipiell müsst ihr gegen dieses Monster jetzt zu diesem Zeitpunkt sowieso nicht antreten. Er wird nur ab und zu dann entfernt. Das heißt, es wird dann ein anderes Monster hier geben. Und dann könnt ihr die Belohnung für dieses Monster nicht mehr bekommen. Ich würde euch aber darauf hinweisen, wenn das wirklich schlimm wäre, weil das Monster hier bringt mir jetzt nicht unbedingt die Belohnung, die ich zwangsläufig brauche.
Ich hoffe, dass ich es jetzt überlebe. Ansonsten müsste ich wirklich erstmal trainieren, dass ich wenigstens einen Aeora-Angriff überlebe. Aber nein, das seht ihr. Bessere Ausrüstung oder andere Ausrüstung, schon ist das alles kein Thema mehr. Bei Aeora war, glaube ich, auch, sagen wir mal, minimal glücksabhängig. Nicht extrem, aber so ein bisschen. Aero sollte ich jetzt allerdings ohne Probleme überleben. Wenn ich dadurch jetzt instant gekillt werde, das wäre ein wenig verstörend für mich, ganz ehrlich gesagt. So, ganz einfach. Echt souverän. Wäre mein erster Verlust jetzt nicht hier gewesen, würde ich sagen, kein Problem, aber so. Ihr solltet aufpassen, was ihr ausgerüstet habt. Ist schon richtig so. Ist auch ganz normal. Da bleibt mir doch glatt die Spucke weg. Hier, deinen Preis hast du dir aber redlich verdient. Wir hätten eine Tombeeri-Karte. Ich sage immer Tonnen. Aber es ist eigentlich Tom. Tombeeri-Karte. Aber gut. Hier, Eisenhelm. Ich dachte, ich wäre fertig, aber da war Rauch. Okay. Das ist eigentlich schon wieder alles hier. Was das angeht zumindest. Aber es ist unterhaltsam, doch ja. Würde ich jetzt sagen. So, die Akteure sind jetzt jedenfalls versammelt. Wir wissen also, wo wer ist. Hier drüben findet ihr übrigens nochmal 2225 Gil. Das ist immer noch relativ wenig Geld zu dem, was wir hier haben. Ihr seid ja also Prinzessin. Ich war ganz in Sorge, dass euch vielleicht etwas zugestoßen sein. Steiner, wenn ihr ständig an mir wie eine Klette klebt, dann finde ich die Silbernadel nie. Aber Prinzessin, wie könnt ihr nur so von mir... Aber die Silbernadel scheint wohl sowieso nicht hier zu sein. Wo ist eigentlich Markus? Da bin ich leider überfragt. Vielleicht hat er die Silbernadel ja schon gefunden. Was? Ihr folgt mir gar nicht. Wollt ihr, dass ich wieder alleine irgendwohin entschwinde? Nein! Mitnichten, Prinzessin. Ich begleite euch selbstverständlich. Diesen Mann, den habe ich doch schon mal irgendwo... Aber wenn ihr viel Geld noch übrig habt, weil ihr, sagen wir mal, mehr gelevelt habt als ich zu diesem Zeitpunkt, dann könnt ihr hier noch sehr gute Sachen ersteigern. Das werde ich halt zu einem anderen Zeitpunkt machen. Halt nicht jetzt. Aber es ist eine Möglichkeit, für euch an gute Sachen ranzukommen. So. Markus selber, haben wir ja gesehen, ist hier drin. Also können wir hier mit ihm reden. Moment. Ich muss unbedingt diese Silbernadel in den Finger bekommen. Ja, damit können wir endlich Blank helfen, nicht wahr? Also, wann brechen wir auf? Gar nicht. Meinetwegen sofort und so. Du bestehst wohl drauf mitzukommen, oder? Muss auch ein paar Vorbereitungen treffen. Alles gut. Prinzessin! So, warte doch bitte. Der Chef wartet schon und so. Chef? Du meinst euren Chef? Na, wen denn sonst? Es gibt nur einen, den wir Chef nennen und so. So, wartet doch, bitte, Prinzessin! Ihr wollt doch nicht den ganzen Worten. Außerdem geziemt es sich für eine edle Prinzessin, wie euch nicht an einem schädlichen Diebstahl beteiligt zu sein, wenn ihr eure Majestät die Königin von dieser Sache erfährt. Puh. Wollt ihr wirklich mitkommen, Prinzessin? Ich meine, schließlich ist es ja unbefugtes Betreten und Diebstahl. Natürlich komme ich mit. Ich muss ja schließlich darauf aufpassen, dass ihr wirklich nur die Silbernadel mitnehmt. Na prima, können wir dann und so. Hey, ich komme auch mit. Es ist nämlich meine Pflicht, darauf Acht zu geben, dass ihr noch nicht gar noch versucht, die unschuldige Prinzessin vom Pfad der Tugend abzubringen. Wenn es ihr den Spaß macht und so. Deine Pflicht, sagst du also. Ist das alles, woran du denkst? Hast du keinen eigenen Willen? Machst du dich etwa über mich lustig, Kerl? Es ist mein eigener Wille, die Prinzessin nach Alexandria. Ich dachte, wenn du mit Kommi durch die Lande ziehst, kriegst du eine neue Perspektive auf alles, aber... Dein eigener Wille. Ich bezweifle ja, dass du sowas überhaupt hast, aber naja... Was fällt dir überhaupt ein? Hört auf damit. Lasst uns lieber endlich aufbrechen. Ja, klingt wie ein Plan.
Mit Verlaub, darf man fragen, wie es in Burmekia gelaufen ist? Ach, gar nicht mal schlecht. Nur der Gestank dieser schmutzigen Ratten und der ekelhafte Anblick dieser fetten Elefantendame war etwas schwer zu ertragen. Genauer gesagt, eine regelrechte Beleidigung für meine feine Nase und meine empfindlichen Augen. Leider blieb euch dies nicht erspart, nicht wahr? Eigentlich würde ich noch ein wenig in schönen Treno verweilen, um den Gestank dieser Ratten abzustreifen. Aber leider muss ich auf Rattenjagd in die Wüste. Das heißt, ihr brecht nach Clara auf. Ja, trifft bitte die nötigen Vorbereitungen. Sehr wohl, ich werde mich sofort darum kümmern. Ach übrigens, hast du gesehen? Heute hatten wir einen ganz bezaubernden Gast, was meinst du? Einen bezaubernden Gast, meint ihr? Wo eine Dame, die euer Wohlgefallen fand, wie ich vermuten darf? Ganz recht, sie fand mein Wohlgefallen. Diese bezaubernde Taube, der ich nachjage, kommt also von sich aus zu mir geflogen. Dass du mir gerade hier zugeflogen kommst. Ich denke, von heute an darf selbst ein Skeptiker wie ich ruhig an das Schicksal glauben. Aber noch ist es zu früh für dich, deine zarten kleinen Flüglein auszuruhen. Hörst du? Dein Nest ist nicht hier, meine kleine Taube. Dreh um und flieg also geschwind zu deiner Mutter nach Hause. Sie erwartet dich schon sehnsüchtig. Flieg, mein Täubchen, flieg. Und auch ich werde dich dort erwarten, um dich liebevoll in Empfang zu nehmen. Wie nett von ihm. Nicht wahr? Schöne Umgebung, prinzipiell gesehen. Weiß ich eigentlich, was ich tue? Mit Diebesgesindel Hand in Hand arbeiten, soweit ist es schon gekommen. Verdammt, du musst stark sein, Adelbert Steiner. Die Prinzessin wohlbehalten ins Schloss zurückzubringen, das ist meine Aufgabe. Außerdem glaube ich einfach nicht, dass die Königin zu unrechten Taten fähig sein soll. Bestimmt handelt sie aus höheren Motiven. Habe ich keine eigene Meinung? Unsinn, das ist purer Unsinn. Hier sollte auch ein einfacher Soldat, wie ich es bin, majestätisches Genie verstehen können. Die Worte eines Räubers können mir sowieso gestohlen bleiben. Lediglich die Prinzessin wohlbehalten ins Schloss zurückzubringen. Endlich bin ich diesen Kerl los. Ja, was für ein furchtbarer Kerl. Dieser elende Entführer und Räuber. Komm, ist eine unmögliche Person. Er hat mich behandelt wie ein kleines Kind. Schon seltsam, dass ich dann trotzdem hier nach der Silbernadel suche. Aber warum tue ich das hier dann überhaupt? Um Blank zu retten? Vielleicht weil er mich gerettet hat? Ja, das muss es sein. Eine Hand wäscht die andere. Eine Selbstverständlichkeit. Aber ich habe bisher noch nie so gehandelt. Glaubst du wirklich, dass wir hier die Silbernadel finden? Hör auf zu meckern und such lieber und so. Da kommt jemand und so. Wie dumm. Gerade in einer prächtigen Vollmondnacht wie dieser, in der sich eine einmalige astronomische Beobachtungsmöglichkeit bietet. Gerade heute muss mir die Tinte ausgehen. Wo habe ich bloß das Ersatzfässchen? Was jetzt und so? Moment mal. Prinzessin, was habt ihr vor? Nanu. Aber das ist doch... Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, nicht wahr, Professor Toto? Prinzessin? Ja, kann ich denn meinen alten Augen trauen? Professor Toto? Professor wer und so? Professor Toto war der Hauslehrer der Prinzessin. Der Professor ist eine der größten Kapazitäten auf dem akademischen Sektor, eine wahre wissenschaftliche Koryphäe. Solch furchtbar steife und lobende Worte. Die können doch nur aus dem Mund des Hauptmanns Steiner kommen, nicht wahr? Doch redet bitte leiser, der Ladenhüter könnte uns hören. Aber Prinzessin, darf man fragen, was sie hier überhaupt tut? Dies jetzt zu erklären, würde zu lange dauern. Aus einem bestimmten Grund sind wir auf der Suche nach der Silbernadel. Bitte versteht, wir wollen den Gegenstand nicht stehlen oder ähnliches. Es ist nur so, dass wir in einer ausweglosen Lage sind und... Ist da unten jemand? Ihr solltet von hier verschwinden. Und keine Sorge, die Silbernadel überreiche ich euch später.
Wenn ihr vom Stadttor Treno aus nach links geht, folgt den Weg einfach so lange, bis ihr vor einem großen Turm angekommen seid. Und genau dieser Turm ist mein Zuhause. Ich werde die Tür offen stehen lassen. Tretet einfach ein. Bis nachher also. Verstanden. Wir ziehen uns erstmal zurück. Vielen Dank, Professor Toto. Bis nachher. Ach so, ihr seid es bloß, Professor. Ja, entschuldigt bitte die Unannehmlichkeiten. Mir ist nur mitten beim Kartografieren die Tinte ausgegangen. Gut, aber bitte seid vorsichtig. Wenn ihr was kaputt geht, muss ich das nämlich ausbaden. Prinzessin. Prinzessin. Und hat dieser Professor Popo nun den Silbernadel rübergeschoben? Professor Toto und so. Hatschi! Egal ob Toto oder Lotto, auf jeden Fall ist das eine beschämende Sache für Tantalus. Naja, so wie es aussieht, wirst du wohl noch eine Weile den Babysitter spielen müssen. Echt, oder? Klar, oder glaubst du, Professor Dudu gibt dir die Silbernadel, wenn Garnet nicht dabei ist? Also, Prinzessin, ich verlasse mich drauf, dass Professor Bobo die Silbernadel rausrückt. Der Professor hält immer sein Wort. Gut, dann schlaft erstmal. Dieser Professor Risotto wird wohl auch eine Weile brauchen. Immer schön. Okay, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Wenn es wieder das Let's Play Final Fantasy 9, dann werden wir uns die Silbernadel unter den Nagel reißen. Und bis dann würde ich sagen, auf Wiedersehen und tschüss.